Entschuldigung, dass ich leicht verspätet bin. Problematic. Anyway, I was fixing the LTE network here at the. Ich war gerade beschäftigt, das LTE-Netzwerk zu fixen. Das geht jetzt. Okay, ein bisschen Hintergrund über mich selbst. Ich arbeite über freie und Open Source Software seit 20 Jahren. Ich habe viel im Linux-Kernel gearbeitet. Ich habe auch ein bisschen einer der ersten die GNU General Public License im Gericht durchgesetzt und bin jetzt mit Open Source Mobilfunk Techniken beschäftigt und arbeite mit dem Osmocom Stack und anderer Software, die Software Defined Radio macht. Und ich dachte, ich mache mal einen Übersichtstalk über was die Grenzen sind, dass die Leute nicht immer in die gleichen Fallen fallen. Als erstes, Software-Defined Radio, ja, was ist das? Die meisten Leute verbinden das mit gewissen Geräten, die in den Hacker- und IT-Sicherheits- und Forschungscommunities benutzt werden. But heutzutage sind in Realität fast alle Geräte software-definierte Radios. Deshalb rede ich heute über allgemeine software-definierte Radios. Es gibt andere, die nicht allgemein allen Zwecken benutzt sind, zum Beispiel im Mobiltelefon. Die benutzen zwar intern software-definiertes Radio, aber sie zeigen es dem Benutzer nicht. Der Benutzer kann nichts benutzen, man kann nicht sehen, ob es in Hardware oder Software ist, man kann die Funktionalität nicht benutzen, keine Art dazu. Die meisten Geräte, die nicht allgemeine sind, wie Telefone oder DVB-Empfänger oder fast jedes Radio, machen bestimmte Signalverarbeitungsschritte in Software. Deshalb heißt es software-definiertes Radio. Hoffentlich ist das innerhalb von digitalen Signalprozessoren oder innerhalb von FPGA-Kernen, die mit einem proprietären Midstream arbeiten. Auf der anderen Seite hat es Geräte, die nicht viel mehr machen als Radiosignale in andere Signale in AC, digitale Signale umsetzen. Und dann kann man darüber über einen allgemeinen General-Purpose-Prozessor, einen ARM oder einen x86 benutzen, um diese Daten, die im Prinzip einfach nur aus einem Analog-Digital-Wandler gefallen sind, weiter zu verarbeiten. Nachdem wir jetzt die Terminologie geklärt haben, lass uns ein paar Schlüsselprojekte in dem Bereich software-definiertes Radio angucken. Ich würde 2001 anfangen, als GNU Radio gegründet wurde von Eric Blossom, mit Unterstützung von John Gilmore, der sehr großzügig war, um ein Softwarepaket zu machen, das bis heute oder heute sogar noch mehr populär ist, um halt allgemein Software-Defined Radio-Geräte zu machen. 2004 hat Matt Erbus das erste universelle, das Hardware-Gerät vorgestellt, das USRP. Und in den letzten 10 Jahren seht ihr, dass viele neue Geräte und viele Software, die diese Geräte benutzbar machen, ist rausgekommen. Viele haben über DVB verschiedene RTL SDR, das eine Modifikation von einem DVB-T-Empfänger gemacht, den einfach nicht dazu benutzt, um Fernsehsignale zu empfangen, sondern um allgemein Radiosignale zu nur und hat BladeRF über Kickstarter gestartet. Michael Osman hat den HackRF auch auf Kickstarter gestartet. Und eines der letzten ist Lime Micro, Lime SDR, der auch über ein Crowdfunding-Projekt gegründet worden. Da gibt es etliche Projekte in dem Bereich, einige sind proprietär, andere sind Open Hardware. Und mit der Zeit sind die Tools mehr zugänglich geworden, besser zugänglich, besser benutzbar. Die sehr billigen Geräte wie RTL SDR erlauben es einem normalerweise nur zu empfangen. Die teureren erlauben auch zu senden.
und viele im Bereich der Internetsicherheit oder mit Netzwerken Hintergrund haben sich in verschiedene Arten SDR-Geräte angesehen. Die Lernkurve ist leider immer noch ziemlich steil, wenn man nicht keinen Hochfrequenz- oder Elektronik-Hintergrund hat. Das ist schwierig zum Starten, aber es gibt viele Projekte rund um GNU Radio oder auch unabhängig davon, aber keine davon sind wirklich einfach zu benutzen. Highly incomplete free and open source software. So. Und viele haben nur keine oder nur sehr unvollständige Open Source Software. Details of what those limitations are. Also da vor diesem Hintergrund gucken wir heute in die Grenzen, die diese Systeme haben. Es ist großartig, dass es alles erhältlich und zugänglich ist, aber in der Realität haben viele Leute Missverständnisse darüber, wie komplex so etwas ist. Wenn jemand glaubt, dass man einfach einen zu beliebigen SDR-Hardware kauft und irgendeine SDR-Software zu installieren, dass es dann möglich ist, eine Basisstation für Mobilfunk zu betreiben, ist es leider nicht der Fall. Und es ist ganz besonders nicht der Fall, wenn man sich über Mobilfunktechnologie interessiert, wie GSM oder UMTS. Nun, warum ist das so? Nun, es gibt verschiedene, viele Themen. Eins ist die Uhren oder Takt. Die Mobilfunkstandards haben sehr hohe Anforderungen an die Stabilität der Mobilfunkuhr und der Frequenz. Wenn die Basisstation in einer bestimmten Frequenz senden soll, dann muss sie zu einem sehr hohen Genauigkeit in diesem Bereich sehr genau auf dieser Frequenz senden. Also das ist ungefähr zum Beispiel 20 Parts per Million. Das ist ungefähr 1000 Mal genauer als das, was man normalerweise in den Kristall findet, den man in dem normaler Kristall, den man im billigen Gerät hat, eine Genauigkeit von 20 Part per Million und ist Standard von 20 oder 30 Part per Billion. Manche haben Oszillator mit 280 ppb, also Part per Billion Stabilität. Das ist besser, aber es ist immer noch mehr als ein Faktor 10 von dem entfernt, was man braucht, um wirklich eine Mobilfunkbasisstation betreiben zu können. Und wenn ein Takt hat, der Takt ist, dann gibt es verschiedene Effekte. Das Typischste ist, dass das Telefon die Basisstation nicht erkennt oder nicht zuverlässig erkennt und zufällig aus dem Netz rausfällt. Das ist eines der ersten Probleme, das Leute sehen, wenn sie anfangen mit SDR zu spielen. Dann ist die erste Frage, wenn sie sich beschweren oder dass etwas nicht geht, dann ist die erste Frage immer, habt ihr denn eine stabile Clock? Und wenn die dann sagen, nein, dann hören viele Leute sogar auf, ihnen zu helfen, weil ohne diese genaue Uhr kann man einfach nichts machen. Das andere ist die Stabilität der Uhr. Es ist wichtig, die einmal zu kalibrieren, dass sie richtig ist, aber dann altert sie. Und man muss die Uhr regelmäßig gegen eine stabile Referenz neu kalibrieren. How quickly it drifts from that. Da ist eine wichtige Frage, wie schnell driftet eine Uhr von ihrem Kalibrierungspunkt weg? Wenn man nur etwas empfängt, dann kann man das alles mit ein bisschen Mathematik hinterher machen. Man muss sowieso die Uhr des Carriers verfolgen, die Taktrate, und dann kann man das einfach in Software einfach rausrechnen. Aber das funkt auch nur, weil die Frequenz des Transmitters, des Senders sehr genau sein muss. Und dann kann halt der Empfänger ein bisschen driften und man kann die genaue Uhr des Senders daraus wieder rekonstruieren. Andere Ding ist Phasenrauschen, das in Jitter, in der Zeitdomäne übernimmt. Phasenrauschen kann praktisch jedes Gerät, jedes Teil eines Signals zerstören. PLL Loop Filtering. Wenn man nach der Referenzclock, die keinen PLL-Filter geht, und dann hat man ein
digital domain. Hat man ein Sample Offset, wenn man ein Signal von der analogen in die digitale Domäne überführt, dann müssen die Abtastpunkte genaue Zeitfolgen sein. Aber wenn die Abtastzeitpunkte ein bisschen hin und her wackelt, dann kriegt man vollkommen nutzlose Ergebnisse und vollkommen nützliche Signale. Wir haben Geräte gesehen, die da mehr für anfällig sind, wie der beim SDR Mini, der hat nicht wirklich einen externen Uhreneingang und man muss Dinge umlöten und einen externen Anschluss machen. Das ist nicht der intendierte Benutzungsart. Was hat man denn jetzt für Optionen? Also man kann auf OXCOs gehen, das sind spezielle Oszillatoren, spezielle Quarze, die werden zu einer innerhalb des Geräts auf eine gewisse Temperatur gebracht und dann hat das keinen Einfluss mehr darauf, ob die Umgebungstemperatur sich arbeitet, weil der Quarz im Gerät immer auf derselben Gerät, auf derselben Temperatur arbeitet und so nicht Temperatur, aufgrund der Temperatur davon driftet. Das muss man dann etwa alle 6 bis 12 Monate kalibrieren und solange funktioniert das ganz gut. Das ist eine Option, die ist relativ günstig, wird häufig genutzt. Das zweite ist ein GPS-Discipline-Oscillator. Das heißt, man hat grundsätzlich schon mal einen Oszillator oder einen Quarz. Und dieser wird dann noch gesteuert vom GPS-Signal, also quasi. Das funktioniert auch mit anderen Navigationssystemen, die haben eine sehr genaue Uhr und diese kann dann die interne Uhr ein bisschen noch steuern. Und das funktioniert sehr stabil, aber ist natürlich Voraussetzung, dass man Empfang hat von dem GPS. Das funktioniert dann natürlich nur außen. Und je nachdem könnte man auch noch annehmen, dass Leute das GPS aktiv stören oder ähnliches. Etwas exotischer sind Rubidium-Oszillatoren. Das ist sehr, sehr stabil, viel stabiler als normale OXCOs. Die bulky power sind dann halt eher groß, brauchen viel Strom. Und eine andere spezielle Option sind Chipscale-Atomuhren. Die sind einfach sehr teuer. Also eigentlich nicht etwas, das man als Hacker benutzt und auch nicht im kommerziellen Bereich benutzt. Ein Parameter, die Clockfrequenz, die Taktfrequenz erfüllen muss, oder die interne Uhr. Also das Wichtigste ist natürlich die Frequenz. Die Frequenz ist manchmal problematisch mit verschiedenen SDRs. Einige wollen, also je nach SDR, einige wollen 10 MHz Referenzen, andere wollen 40 MHz. Man kann halt nicht einfach eine GPS-DO zum Beispiel kaufen, die dann für alle SDRs funktioniert, sondern man muss halt das Passende kaufen oder einen Konverter kaufen, der die Frequenz konvertieren kann. Dann kommt es auch darauf an, ob das SDR eine Sinuswelle oder eine Rechteckwelle als Input möchte. Und ja, wenn es Sinus möchte, dann ist meistens okay, wenn man eine Rechteckwelle hat und das filtert. Umgekehrt ist manchmal ein bisschen komplizierter. Und da braucht man halt spezielle Geräte, die das möglichst gut und ohne Jitter und ohne Störungen erledigen können. Wichtig, was ihr auch merken solltet, bei den meisten oder eigentlich allen SDRs muss man aktiv die externe Clock als Referenz wählen, sonst nutzt es die interne. Und diesen Parameter muss man dann an welchen Ort im Treiber und so weiter auswählen. Einige
Einige Geräte bieten den Luxus, dass es eine LED hat beim Clock-Input, aber das ist leider nicht Industriestandard. Etwas anderes, wenn man mit Mobilfunk arbeiten möchte, ist, dass es Full Duplex unterstützt. Full Duplex heißt, dass man zur selben Zeit senden und empfangen kann, gleichzeitig aber auf verschiedenen Frequenzen. Und das ist eigentlich ziemlich klar, aber das heißt dann zum Beispiel, man kann nicht das HackRF nutzen als GSM oder LTE-Basisstation. Es kann nämlich nur entweder senden oder empfangen. Einige Leute fragen dann, ja, kann ich nicht einfach zwei davon nehmen? Im Prinzip ja, aber ja, dann gibt es andere Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Und sobald man, ja, es ist dann halt wieder viel Aufwand, bevor man überhaupt starten kann. Etwas anderes mit SDRs ist, dass man ihrem Befehl einen Timestempel mitgibt. Das heißt, es reicht nicht, wenn man einfach ein Sample auf dem PC generiert und das hinaus sendet, sondern man muss im Voraus haargenau sagen, wann welches Sample gesendet werden soll. Und auch beim Empfangen ist es wichtig, dass man genau weiß, zu welchem Zeitpunkt welches Sample empfangen wurde. Das ist eine wichtige Information, zum Beispiel bei GSM oder LTE, weil diese Information, die legt dann zum Beispiel fest, von welchem Telefon die Information kam. Und also, auch wenn viele Leute mit Basisstationen Mobilfunk spielen möchten, das ist halt immer noch nicht eine Standardfunktion von SDRs. Das heißt, man braucht eine Unterstützung von der SDR-Hardware, von dem Gateway, also das Gerät, das zum Beispiel ja, die FPGA unterstützt, das SDR mit dem PC verbindet. Und, ja. Und man braucht eine Synchronisation zwischen Sender und Empfänger. Das heißt, ihr müsst das Taktsignal zwischen Sender und Empfänger zueinander korrelieren können. Man muss genau wissen, zu welchem Zeitpunkt ist das jetzt ein Antenneingang oder ist das von dem, was ich senden will. Und weil jede Leiterbahn auf dem PCB, auf der Platine, die verzögert das Signal ein bisschen und diese Verzögerung, die muss man halt kennen und quasi das, was ich selber sende, das empfange ich ja eigentlich auch wieder vom ADC und diese Verzögerungen, die muss man messen, die muss die Software wissen und die muss die Software auch kompensieren. Und diese Werte, die sind unterschiedlich auf jedem PCB, das man nutzt. Je nachdem, ob man ein USRP 1, 2 oder ein B200 oder das Lime SDR, jedes Produkt, jedes dieser Board hat verschiedene Werte. Diese müssen jedes Mal gemessen werden und die Software muss das kompensieren können, diese Verzögerung im Signalpfad. Und wenn man verschiedene Geräte anschließt, dann ist das halt umso wichtiger, damit man der Spezifikation entspricht. Manchmal ist das ein wenig ein Problem, weil neue Probleme versuchen, alte Treiber-Interfaces zu emulieren. Also nehmen wir mal an, ein neues Projekt kommt auf den Markt und es ist kompatibel mit den Treibern, die ein existierendes Projekt hatte. Aber dann stimmen natürlich diese Kompensationsweise, diese Verzögerungswerte für dieses neue Board sind noch nicht benommen und die Werte für ein altes Board werden benutzt und die sind natürlich falsch und das funktioniert nicht, bis irgendjemand sich hinsetzt und tatsächlich diese Verzögerung bei dem neuen Board richtet. Das bringt uns zu Herstellertreibern. Wenn man ein neues Board kauft oder irgendwoher bekommt,
Also nicht nur Hardware, sondern auch Software, die auf eurem PC läuft, die auf dem FPGA läuft, auf irgendeinem Gateway, auf dem Controller, einem Mikrocontroller oder ein Softcore auf einem FPGA. Alle diese Software ist häufig qualitativ sehr viel schlechter als die Hardware-Qualität. Viele Vendor oder Verkäufer oder alle Hersteller haben einen eigenen Stack, eine eigene API, über die man mit dem Gerät sprechen muss, und die API ist natürlich nicht stabil über Releases, und alle paar Monate ändert sich die API und man muss die Software ändern, damit es funktioniert. Das macht es alles nicht einfach. Und die Software muss dann halt alle diese verschiedenen Treiber unterstützen und all die Änderungen in den APIs verfolgen. Und außerdem gibt es noch unglücklicherweise auch noch nicht technische Gründe. In diesem Fall eines der bekanntesten Beispiele ist der UHT-Treiber-Stack, der USRP-Host-Treiber ursprünglich war. Der wurde von Etos Labs entwickelt, der jetzt zu Native Instruments gehört. Und der wird keine Treiber für Konkurrenzprodukte einpflegen. Also es ist ein Open-Source-Projekt, aber in dem offiziellen Tree werden sie keine Treiber für konkurrierende Hardware einmergen. Das ist passiert eigentlich nirgendwo sonst. Ich habe nie zum Beispiel gehört, dass beim Linux-Kernel, dass jemand, der von Intel bezahlt wird, sich dagegen wehrt, irgendwelche Treiber in den Kernel einzupflegen, die zum Beispiel für AMD-Hardware sind. Ich finde, das ist also eine sehr komische Einstellung im Feld der freien Software. Könnte natürlich jemand kommen und dann diese als Treiber mergen, aber ja, es gibt Forks davon, aber jeder hat seinen eigenen Fork und gibt mehrere verschiedene, und dann gibt es sowas wie Soapy SDA, das versucht, und dann wird das Stack tiefer, und dann gibt es neue Abstraktionen, man verliert Kontrolle über gewisse Aspekte der Hardware, aber ja, es hat halt all die Welt könnte viel einfacher sein, wenn man mehr Standardisierung gibt, mehr Standardisierung auf allgemeine Interfaces und API gibt, wie in vielen anderen Bereichen der Software, und nicht wie hier, wo jeder sein eigenes Ding macht. Ein anderes wichtiges Thema sind Überläufe oder Unterläufe. Am Ende, wenn man SDR läuft, dann hat man die Senderseite erwartet einen kontinuierlichen Strom von Werten, die geschickt werden wollen, und die Empfängerseite generiert einen kontinuierlichen Strom von Werten. Und die Hardware muss fähig sein, diesen Strom kontinuierlich zu jeder Zeit aufrechtzuerhalten. Also in jedem Moment, wo eine Hardware-Komponente nicht mehr in der Lage ist, diesen Strom in der richtigen Geschwindigkeit zu generieren oder zu konsumieren, dann hat man Aussetzer. Man kennt das vielleicht früher, wenn man mit digitalen Audio gespielt hat auf PCs, dann hatte man einige solche dieser Probleme, dass man Buffer-Overruns oder Underruns kriegt oder dass die Geschwindigkeit des Rechners einfach nicht schnell genug ist. 44 Kilohertz. Nicht. Now we're talking about SDR. Und das damals war Audio mit 44.000 Samples pro Sekunde, und heute bei SDR reden wir von Millionen von Samples, die pro Sekunde verarbeitet werden mussten. Also die Anforderungen sind viel strikter und herausfordernder als damals. Und alle diese Geräte haben Buffer, natürlich, weil sie nicht wirklich dafür designt wurden, einen kontinuierlichen Strom von Werten zu produzieren. Aber dann, wenn man einen Buffer hat mit 100 Samples, dann heißt das natürlich, dass das Signal um 100 Sample verzögert wird, und man hat einen neuen Delay da drin. Und die Länge des Delays bestimmt, welche Systeme man implementieren. Manche haben halt sehr strenge Anforderungen haben für die maximale Verzögerung zwischen dem Moment, wo man etwas empfängt, wo man etwas abschickt, das darauf aufbaut, was man jetzt ist. Also man kann zum Beispiel eine UMTS Base Station nicht mit einem SDR implementieren, das über USB angeschlossen ist, weil USB einfach viel zu langsam ist und viel zu hohe Latenzen hat. Und das ist amazing, dass manche
das machen können. Eine Sache, die helfen kann, ist, wenn man einen Echtzeit-Scheduler benutzt, also den SCED-AA unter Linux, und man muss sehr viel auf dynamische Leistungsmanagement machen, die CPU-Geschwindigkeit oder die ändern können. Also wenn man SDR machen will, dann muss man all solche Sachen abschalten, wenn man eine zuverlässige Operation mit einem Software-Defined Radio haben möchte. Manchmal sehen wir Probleme vom BIOS, wenn man einen externen Bildschirm anschließt und irgendwelcher Management-Code versucht, irgendwas machen und in der Zeit verliert man Millionen Samples oder man schließt ein Netzteil an und irgendwas passiert im BIOS oder in unserer Ebene und Millionen von Samples sind weg. Ein anderes Thema sind die Transmit Gain Settings, also die Sendeleistung. Ein ADC ist ein Digital-Analog-Wandler, aber das ist natürlich viel zu simpler. Es gibt ganzen Haufen analoge Komponenten daher, Konverter, Up-Down-Konverter, Mischer und Gain Stages. Also Verstärker. Und all diese Gain Stages, die kann man über Software konfigurieren. Und man muss all diese Gain Stations konfigurieren, richtig konfigurieren, so dass sie mit linearer Charakteristik arbeiten, dass sie das Signal nicht verzerren. Denn wenn man zu hohes Signal der nächsten Stufe übergibt, dann schneidet das die Spitzen ab, das verzerrt das Signal, man kriegt harmonische, man kriegt Signale in anderen Bändern, dass das Signal verführt. Also man muss all diese Einstellungen sehr genau einstellen für jedes SDR-Gerät, das man unterstützen will in der Software. Und man muss all diese Einstellungen manuell dran umdrehen, bis das Signal gut aussieht, also bis das Signal am besten aussieht. Und mit manchen Geräten kommt man nie dahin, dass das System so ein Signal generiert, wie man es einem professionellen Gerät erwartet, dass es am Ende aussehen sollte. Und natürlich all diese Einstellungen, die man hat, die hängen ab von der Frequenz, in der man arbeitet. Also wenn man all diese Einstellungen rausgefunden hat, nach langem Hin und Her basteln, und dann ändert man die Frequenz, und dann muss man alles wieder nochmal anfangen. Das sind andere Dinge auf der Sendeseite, ist die Leistung, die Ausgangsleistung. Ein normalerweise produziert sowas nur 4 oder vielleicht 10 dBm. Das ist relativ wenig Leistung, wenn man nur Tests auf dem Schreibtisch machen will. Aber wenn man tatsächlich richtige Betrieb machen will, dann braucht man irgendwelche Verstärker. Und dann geht man nach eBay und findet einige nicht so teure Verstärker für das Band, an dem man arbeiten möchte. Aber warum ist das keine gute Idee? Nun, einmal das Output-Signal, das aus dem SDR rauskommt, das enthält schon einen ganzen Haufen harmonische, also zweifache, dreifache, vierfache Frequenz von dem, was man haben will. Und der einfache Verstärker, den man dahinter hängt, der verstärkt auch all diese harmonischen Wert. Und normalerweise muss man auf jeden Fall Filter davor diesem Verstärker haben will und idealerweise auch hinter dem Verstärker nochmal filtern. Dann hat man schon drei Elemente in der Signalkette hinter dem Ausgang des SDR. Und natürlich ist das auch noch komplizierter. Ein normaler Verstärker ist kein linearer Teil. Er verstärkt nicht jedes Signal oder jedes Teil eines Signals genauso wie jedes andere. Und unglücklicherweise sind gerade die bezahlbareren Verstärker nicht sehr linear. Also, und dann gibt es einen Trade-off zwischen Linearität und Leistung. Man kann sehr lineare haben, aber dann brauchen sehr viel Energie oder muss sie kühlen. Oder es gibt halt viele Dinge, die von der genauen Leistung abhängen. Da gibt es dann Signale, werden durch die Nichtlinearen gestört. Und wenn man halt kommerzielle Basisstationen haben
adaptive haben zusätzliche Schaltungen, die halt das Output-Signal nochmal messen, auch nochmal digitalisieren und dann berechnen, wie sich das ausgegenerierte Signal hinter dem Verstärker aussieht. Und dann wird das digitale Signal, das man am Anfang in das Radio reinschiebt, nochmal so verzerrt, dass dann die Verzerrung, gerade die Verzerrung des Verstärkers, aufhebt. Und das ist eine ständig laufender Regelkreis. Und ich habe gehört, dass vor einigen Jahren gehört, dass gerade diese Vorverzerrung des Signals, um die Verzerrung des Verstärkers zu kompensieren, mehr Aufwand ist als das eigentliche System, das man vorher rein. Also ja, man kann einen Verstärker für einfache Wellenformen benutzen. Ja, für GSM funktioniert es vielleicht auch noch, aber wenn man kompliziertere Dinge machen möchte wie LTE, dann braucht man einen sehr linearen und teuren Verstärker. Und natürlich muss die Ausbruchleistung auch kalibriert sein. Natürlich gibt einem ein SDR keinen definierten Output. Also man kriegt einen Wert, also wenn es ein 12-Bit DAC ist, dann kann man irgendeinen Wert von 0 bis 4095 ausgeben, aber man weiß nicht wirklich, zu welcher Ausgangsleistung das am Ende tatsächlich gehört, was da am Ende aus dem Board rauskommt, aus dem Stecker. Und wenn man die Frequenz ändert, wird der Leistungslevel im Output, im Ausgang ändert. Und immer wenn man die Frequenz ändert, jedes Mal wegen Nicht-Linearitäten in all diesen Teilen, ändert sich halt die Ausgangsleistung, wenn man nur an der Frequenz dreht. Und wenn man halt spezielle Radio-Hardware hat, die für einen speziellen hat, die sind kalibriert und so ein allgemeines SDR sind nicht kalibriert und kommen nicht mit Kalibrierungstabellierung. Die Hersteller könnten solche Tabellen herstellen, aber das ist Aufwand und sie tun sie nicht. Und deshalb, man weiß nicht, wie viel man tatsächlich wie viel Leistung man tatsächlich abstreit. Und das gibt einem Probleme, wenn man zum Beispiel ein Mobilfunknetzwerk haben will, wenn man nicht weiß, welche Leistung man strahlt, dann ist das, weiß man halt nicht, was man abstrahlt und kann Probleme verursachen. Auch beim Empfangen haben wir Probleme, zum Beispiel harmonische. Also ihr möchtet zum Beispiel bei 900 MHz empfangen, aber unabsichtlich empfängt man auch das doppelte 1800 MHz. You need to put filtering on the also muss man auf der analogen Seite bereits filtern, sonst empfängt man Dinge, die man nicht empfangen möchte. So ein Bandfilter sollte dann nur das Band abdecken, an dem man auch tatsächlich interessiert ist. Das nächste Thema ist der Dynamikbereich beim Empfangen. Also das SDR ist halt ein offener Empfänger und jede Art von Energie, von Funkwelle, die da reinkommt, wird vom ersten LNA mal vom ersten Empfänger halt empfangen und wird zum Mischer weitergeleitet, kommt dann auf das genaue Layout des Chips drauf an und eventuell auch noch weiter zum ADC. Und jedes Signal, das außerhalb unseres Bereichs ist, für den wir uns interessieren, wird ein Problem. Vor allem, wenn es ein starkes Signal ist. Ein starkes Signal heißt, dass man halt wieder Verzerrung kriegt, Clipping, und das Notsignal ist dann weg. Und am Ende muss die gesamte Empfängerkette so eingestellt werden, dass man auch noch das stärkste Signal empfangen kann, auch wenn man dieses Signal eigentlich gar nicht interessant für euch ist. Zum Beispiel, wenn ihr GSM empfangen wollt, aber ihr habt daneben noch einen FM-Sender, der euch quasi alles zumacht, dann müsst ihr halt den trotzdem empfangen können, damit es keine Verzerrungen gibt. Die Leistungslevel, da gibt es bei professionellen Geräten halt Toleranzen, die eingehalten werden müssen und auch von der Spezifikation her. Und das
Beim Telefon ist das so, dass das Telefon halt entsprechend die richtige Leistung schickt und beim Empfänger ist das in der Regel nicht kalibriert. Das wird dann eher geschätzt und solange es nicht kalibriert ist, kann man das auch nur schätzen. Das bringt mich zum Ende. Es tut mir leid, dass ich jetzt über so viele Themen eigentlich schlecht geredet habe. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht mit ASTS arbeiten soll. Jeder soll mit ASTS spielen und arbeiten, aber seid euch der Grenzen bewusst, damit ihr auch, dass es nicht so einfach wie einstecken und geht, sondern ihr braucht halt noch weitere Hardware, zum Beispiel eine Taktquelle, einen Taktgeber, ihr braucht Filter, Verstärker aller NAS oder Leistungsverstärker, die richtigen Antennen und so weiter. Und das gibt mit der Zeit halt so einen richtigen Zoo an Geräten und Zubehör, das zu dem SDR-Board dazukommt. SDR-Devices. So be prepared. Also macht euch gefasst darauf, dass man halt auch noch auf andere Dinge achten muss und dass ihr nicht nur ein SDR-Gerät kaufen müsst, sondern auch noch weitere Hardware. That at least the most common error sources are excluded. Ich möchte mit diesem Vortrag sicherstellen, dass die häufigsten Fehlerquellen ausgeschlossen werden. Und dass ihr halt nicht an etwas arbeitet, wo ihr absolut keine Idee habt, was das Problem ist, sein könnte. Das ist, was ich euch hier zeigen wollte. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig. Es hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass es Fragen gibt oder vielleicht Leute, die was anderes behaupten, als das ich jetzt sage. Vielen Dank. I'm very impressed. Ich bin sehr beeindruckt. Haben wir Fragen aus dem Publikum? Jetzt sehe ich da nichts, aber ja. Denkt daran, ein Satz, nur die Frage. Ich nehme an, dass ein Mobiltelefon nicht so genaue Taktfrequenzen hat. Das heißt, wenn der Sender... Also warum braucht der Sender einen genauen Frequenzgeber, wenn es der Receiver, wenn es der Empfänger nicht hat. So, in short, the transmitter must be accurate. Im Kurzen, der Sender muss genau sein, damit die Telefone nicht genau sein müssen. Dass die Telefone kalibrieren ihre interne Uhr auf ein Referenzsignal, das sie von der Basisstation kriegen. Also sie kalibrieren ihre Uhr auf das, was der Sender sendet. Und der andere Teil deiner Frage, warum ist es wichtig, dass der Sender kalibriert ist? Und der Sender ist nicht der einzige Sender in der Gegend. Das Telefon kalibriert seine Uhr gegen den ersten Sender, den es sieht. Und das heißt, wenn du eine Basisstation auf deinem Schreibtisch mit einer falschen Uhr und es ist ein reale Basisstation von einer kommerziellen in der Nähe und wenn du das Telefon einschaltest und das sieht als erstes zufälligerweise die offizielle Station, dann sieht es plötzlich den Sender nicht mehr, der eine ungenaue Uhr hat und er hat genau das Effekt, das ich anfangs erwähnt hatte, man sieht das Signal, dass es die Quasi-Station sendet auf dem Schreibtisch und das Telefon, aber sie sehen einander nicht. Ich habe eine Frage wegen der Rechenleistung. Also es gibt zum Beispiel das Proto-ASTR, ein sehr billiges Gerät. Wenn man die ganze Analogkette, die interne Uhr und so weiter hat, wäre es denn
rein von der Rechenleistung her möglich, LTE zu machen. Nun, ich habe mich immer beschwert darüber, dass der Pluto SDR keinen externen Takteingang hat. Ich habe halt gerade gehört, es hat einen, es gibt einen, wenn man ihn aufmacht, da kann man anschließen, der wird nur nicht auf einen Stecker oder sowas herausgeführt. Eines der Gründe, warum man heutzutage keinen LTE mit dem Pluto SDR machen kann, ist, der erste ist, die komplette Treiberinfrastruktur macht keinerlei Timestamping, also keinerlei Zeitstempel in irgendeiner was. Also hier ist vor allen Dingen eine schlechte Softwarearchitektur, die es da in der Hinsicht beschränkt. Es mag andere Gründe, aber das ist der wichtigste Grund. Ich denke, es kann gefixt werden. Gibt es dahin eine Frage? Oder gibt es eine Frage aus dem Internet? I'm sorry, but no. Nein, es gibt keine Fragen aus dem Internet. Tut mir leid. Nächste Frage. Es ist etwas schwierig, nicht zu kommentieren. Aber ja, danke für den Talk. Ich habe, glaube ich, etwas verpasst. Ein paar Dinge zur Antenne. Ja. Wovon? Sorry, ich habe die Frage nicht verstanden. Ja, klar, das kann natürlich in andere Themen noch erweitert werden. Danke dafür. Wir können vielleicht einen Workshop über diese Topics machen, wenn jemand Interesse hat. Was bräuchte man für eine Full-Duplex-Kommunikation? Tja. To be honest, I cannot respond. Um es ehrlich zu sein, ich kann das nicht einfach so beantworten. Ich müsste die Schaltpläne gucken. Wir müssten wirklich mit dem Taktsignal mit der gleichen Referenz anfangen. Und ich möchte jetzt keine Antwort erfinden, ohne die Fakten zu gucken. Leute haben als Proof of Concept gezeigt, dass sowas gemacht werden kann, aber es ist viel Aufwand, viel Hackerei. Man kann auch einfach ein vernünftiges Gerät benutzen, statt viel Zeit aufzuwenden, um ein Problem zu lösen, das andere schon gelöst haben. Habt ihr denn Empfehlungen, wo man zum Beispiel Filter kaufen sollte? Und eBay, ja, nein, teuer, billig? Es hängt ein bisschen davon an, in welchem Band man arbeitet. Wenn man im Mobilfunkband arbeitet, dann kann man häufig die Filter finden, die in den Telefonen selbst benutzt werden. Die kann man typisch auf eBay oder bei anderen Komponentenverteilern finden. Aber das Problem ist, die kommen in so kleinen Bauformen, dass man schon sehr gute SMD-Lötfähigkeiten haben. Und dann kann es auch sein, dass sie halt nicht 50 Ohm Matching haben, sondern irgendwie 100 Ohm und dass das 50-Ohm-System. Dann muss man halt irgendwelche Schaltungen haben, um sie in einem 50-Ohm-System zu benutzen. Und auf der Senderleistung, wo man viel Leistung hat, da gibt es keine anderen Möglichkeiten, als Cavities zu benutzen, also hohe Resonatoren. Two more questions, please. Two more only. One question. Noch die letzten zwei Fragen. So. Danke für den großartigen Vortrag. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass Rubidium-Uhren sehr viel Face-Jitter haben. Hast du selber Rubidium-Uhren probiert? Und falls ja, wie kann man diesen Face-Jitter loswerden? Um ehrlich zu sein, ich benutze keine Rubidium-Uhren. Ich habe mal eine gekauft, weil sie so billig waren, aber ich habe einen OCXO, der GPS diszipliniert ist, sodass er relativ lange laufen kann ohne Kalibrierung. Und ich habe eine 10 MHz Verteilung in meinem Labor mit Koaxialkabeln, wo ich dann Geräte an verschiedenen Stellen an die Referenzuhr anschließen kann. Du hast gesagt, dass die Kalibrierung der Boards ein Problem ist. Also ein schwieriges Problem, aber meistens gibt es etwas, das gut genug für ein bestimmtes
Board funktioniert. Wäre das so eine Geschäftsmöglichkeit, dass man die Boards kalibriert? Die Frage ist, über welche Kalibrierung reden wir? Ist es die Receive- und Sende- und Empfangssignalstärke? Ich weiß nicht, ob es hinreichend wäre, einen Satz von Default-Werten zu generieren und dann einfach anzunehmen, dass alle die Produkte in dem gleichen Bereich sind. Ich weiß nicht, was die Streuung der Produkte ist. Nur die Hersteller würden das wissen, wenn sie es jemals gemessen hätten, was die Streuung ist. Ich glaube nicht, dass es da eine Geschäftsmöglichkeit gibt, aber es gäbe eine für ein Open Source Lösung zu finden und ein Hardware Setup, wie man mit einem bestimmten Aufwand für beliebiges SDR diese Werte aufnehmen können. Und das könnte so etwas sein, wo Hackerspaces dieses betreiben, um Leuten die Möglichkeit zu geben, ihr SDR zu kalibrieren. Thank you very much. Ja, vielen Dank. Und auch wir aus der Übersetzerkabine